Das gesamte Universum wird von einer rätselhaften Substanz zusammengehalten, die kein Mensch jemals erblickt hat. Die Rede ist von dunkler Materie und in diesem Video werde ich euch alles darüber erklären. Dabei helfen wird mir Iggy von Iggy's Kosmos, auf dessen Channel ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen solltet. Er macht richtig galaktische Videos, habe ich euch oben rechts mal verlinkt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Herzlich willkommen, Leute. Dunkle Materie gilt heute in der astronomischen Fachwelt eigentlich als komplett anerkannt. Was ja ein bisschen seltsam ist, denn immerhin kann man dunkle Materie nicht sehen. Wie kommt man also auf die Idee, dass diese rätselhafte Materieform existiert? Eine kleine Geschichte der dunklen Materie, die hört ihr nun von Iggy. Hallo Iggy hier, ich erzähle euch eine kleine Geschichte der dunklen Materie. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts glaubte man, den Kosmos verstanden zu haben. Nachdem der amerikanische Astronom Edwin Hubble 1923 entdeckte, dass der Andromeda-Nebel eine eigenständige Galaxie außerhalb der Milchstraße ist und der belgische Physiker Georges Lemaître 1931 die Urknalltheorie entwickelte, schien eigentlich alles klar zu sein. Das Universum ist ein gigantischer Raum, der mit dem Urknall begann und sich seitdem ausdehnt. Die Objekte in den Galaxien wiederum und sogar einige Galaxien untereinander werden durch die Kraft der Gravitation zusammengehalten. Doch ist das wirklich so einfach? Dem Schweizer Astronom Fritz Zwicky kamen da auch schon in den 1930er Jahren erhebliche Zweifel. Er untersuchte die Galaxien des Koma-Galaxienhaufens und stellte fest, dass die Schwerkraft dieses Galaxienhaufens eigentlich nicht ausreichen kann, um die Galaxien zusammenzuhalten. Ihre Geschwindigkeit war so groß, dass sie nach klassischen Berechnungen eigentlich völlig voneinander wegdriften müssten. Wie war das zu erklären? Zwicky schlussfolgerte, dass es in diesem Galaxienhaufen Unmengen von unsichtbarer Materie geben müsste, die etwa die 400-fache Gravitation der sichtbaren Materie besitzt, aber aus mysteriösen Gründen einfach nicht zu sehen war. Er begründete damit die Idee der dunklen Materie, stieß allerdings damit in der Fachwelt auf breite Ablehnung. Mit heutiger Technik können wir Galaxien und Galaxiencluster wesentlich besser untersuchen als noch zu den Zeiten von Fritz Zwicky. Seine Theorie hat sich längst als richtig herausgestellt. Nur durch Gravitation alleine ließe sich die Bewegung von keiner Galaxie erklären. Hier seht ihr die Rotation einer Galaxie, wie sie ohne dunkle Materie zu erwarten wäre. Rechts daneben ist die tatsächliche Rotationskurve der Galaxie abgebildet. Ein erheblicher Unterschied ist deutlich sichtbar. Doch was ist dunkle Materie denn nun genau und wie können wir sie nachweisen? Die neuesten Ergebnisse der Forschung wird euch nun Tim vorstellen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und würde mich freuen, wenn ihr meinem Video zur dunklen Energie einen Besuch abstatten könntet. Bis bald, tschüss! Okay, scheinbar existiert die dunkle Materie definitiv, denn wie sollten sich diese Messungen sonst erklären lassen? Aber was meint man denn jetzt eigentlich mit dunkler Materie? Im Prinzip ist sie das komplette Gegenteil von der Materie, aus der alles besteht, was wir kennen. Also auch das Gegenteil von der Materie, aus der zum Beispiel ihr besteht. Die uns bekannte Materie, also aus der hier alles besteht, aus der Planeten bestehen, die Sonne, eben alles, was wir wahrnehmen können, die nennt man baryonische Materie. Also wieder was gelernt, ihr besteht aus baryonischer Materie. Die dunkle Materie ist also im Prinzip nicht baryonische Materie, das heißt eine Substanz, die nicht mit elektromagnetischer Strahlung wechselwirkt. Jetzt könnte man denken, okay, diese dunkle Materie, die existiert vielleicht, aber eine große Rolle im Kosmos spielt die sicherlich nicht. Immerhin ist sie nicht wahrnehmbar. Das Gegenteil ist der Fall. Von allen kosmischen Energieformen im gesamten Universum macht die dunkle Materie 2/3 aus. Unsere baryonische Materie nur 4%. Wir sind also super unwichtig. Harald Lesch hat das mal wie folgt formuliert. Er meinte, wir sind ein kosmischer Dreckeffekt. Und wie untersucht man die rätselhafte dunkle Materie jetzt? Man kann dies nur durch indirekte Beobachtungsmethoden tun, denn man sieht sie ja nicht. Ein Team von internationalen Astronomen hat sich mal einen schon relativ gut erkundeten Bereich des Universums rausgesucht, das sogenannte Kosmosfeld. Dieses Kosmosfeld ist also ein Bereich des Universums, den man von der Erde aus analysieren kann und der umfasst eine Anzahl von über 500.000 Galaxien, die da drin sind. Und den hat man bereits in allen Spektralbereichen durchgelaufen.
leuchtet, den kennt man also relativ gut. Um den Einfluss der dunklen Materie in diesem Kosmosfeld zu analysieren, hat man den sogenannten Gravitationslinseneffekt berechnet. Und zwar hat das Hubble-Teleskop mal einen genauen Blick in das Kosmosfeld geworfen. Und der Gravitationslinseneffekt besagt, dass Licht von Objekten im Weltraum durch die Gravitation von davorliegenden Objekten abgelenkt wird. Also zum Beispiel, wenn ein Stern von uns aus gesehen hinter einem schwarzen Loch leuchtet und das Licht macht sich auf dem Weg zur Erde, dann wird das Licht durch die Gravitation des schwarzen Loches abgelenkt und verändert und das ist dann eben eine sogenannte Gravitationslinse. Der Gravitationslinseneffekt, der das Licht aus dem Kosmosfeld betrifft, das bei uns ankommt, kann zwei Ursachen haben. Ihr ahnt es schon, baryonische Materie, also normale Materie, große Sterne, Galaxienhaufen, Zwerggalaxien oder nicht baryonische Materie, dunkle Materie. Etwas anderes kann den Gravitationslinseneffekt nicht erzeugen. Das heißt, die Forscher haben den Gravitationslinseneffekt berechnet, der vom Kosmosfeld quasi ausgeht und haben dann einfach den Anteil der baryonischen Materie abgezogen, der relativ gut bekannt ist, da man das Kosmosfeld schon so gut untersucht hat. Was übrig bleibt, ist der Anteil der dunklen Materie und das kann man visualisieren und das sieht so aus. An dieser Visualisierung sehen wir also deutlich, dass die dunkle Materie einen erheblichen Anteil am Universum hat. Die dunkle Materie spielt aber auch eine Rolle in unserer direkten galaktischen Nachbarschaft. Es gibt nämlich sogenannte dunkle Materie-Zwerggalaxien. Das klingt total abgefahren. Was hat es damit auf sich? Unsere lokale Gruppe ist ein Galaxienhaufen, der dominiert wird von unserer Milchstraße und der Andromeda-Galaxie. Das sind einfach die größten und massereichsten Galaxien in dieser lokalen Gruppe. Es gibt aber auch noch einige Zwerggalaxien, wie die Magellanschen Wolken, die auch relativ hell leuchten. Es gibt aber auch eben sehr dunkle Zwerggalaxien, zum Beispiel die Ursa Minor-Zwerggalaxie, die Draco-Zwerggalaxie oder die Zwerggalaxie Andromeda 9. Und bei denen war man sich lange Zeit nicht sicher, warum die so dunkel sind, denn immerhin müssten auch in Zwerggalaxien genügend Sterne vorhanden sein, um für eine sehr große Helligkeit zu sorgen. Die Erklärung, diese Zwerggalaxien werden dominiert von dunkler Materie. Scheinbar, so haben Forscher nämlich jetzt herausgefunden, findet zwischen großen Galaxien, wie zum Beispiel Andromeda, und den Zwerggalaxien, die sie umkreisen, ein sogenannter Gezeitenwechselaustausch statt. Das heißt im Prinzip, die großen Galaxien geben dunkle Materie an die Zwerge ab und die Zwerge verlieren im Gegenzug baryonische Materie. Ist ein bisschen wie so ein Aussaugen von Lebenskraft, könnte man sagen. Und dadurch können Zwerggalaxien auf Dauer ihre Helligkeit verlieren, denn die haben sie abgegeben und werden dunkel durch die zugeführte dunkle Materie. Das erklärt auch das sogenannte Missing Satellite Problem der Astronomie. Schon 1999 stellte man nämlich fest, dass Galaxien wie die Milchstraße und Andromeda gemäß ihrer Masse und der Verteilung in der lokalen Gruppe eigentlich mehr Zwerggalaxien besitzen müssten. Also Missing Satellites, vermisste Satellitengalaxien. Wo sind die? Jetzt wissen wir, die sind vielleicht da, nur wir sehen sie nicht, denn sie sind vollgestopft mit dunkler Materie und wurden einst von strahlenden Minigalaxien zu unglücklichen Schattengestalten. Ihr seht also, dass die dunkle Materie eine ganz schön gewichtige, im wahrsten Sinne des Wortes, Rolle im Kosmos spielt und es wahrscheinlich noch Dutzende Effekte gibt, die wir noch gar nicht kennen. Als wäre das nicht alles rätselhaft genug, gibt es auch noch die sogenannte dunkle Energie, die mindestens ebenso mysteriös ist. Und über die hat euch Iggy in einem Video ganz viel erzählt. Ich habe dort einen kleinen Gastauftritt, also schaut es euch mal an. Und wenn euch Iggys Kanal gefällt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich kann es euch nur sehr empfehlen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!